Gut, ihr habt euch mehr Workout-Videos gewünscht, das machen wir heute auch. Heute aber mal kein Krafttraining, so wie immer, sondern wir machen heute mal einen richtigen Klassiker, und zwar das Murph-Workout. Ich denke mal, die meisten kennen das, aber ich habe es trotzdem noch mal einmal aufgeschrieben. Sieht so aus, ne, man trägt einen Plattenträger im Optimalfall hinzu. Man geht laufen, eine Meile, also 1600 Meter. Dann macht man 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze und 300 Kniebeugen. Ich habe das Ganze aufgeteilt in 20 Runden. Eine Runde hat 5 Klimmzüge, 10 Push-Ups, 15 Kniebeugen. Das ist somit eigentlich die übliche Aufsplittung. Manche machen auch 10 Runden, aber ich finde es im Plattenträger vor allem am besten mit 20 Runden. Gerade wegen den Klimmzügen, das sind 5 Stück, die kann man gut machen. Die kann man vor allem ohne Unterbrechung machen bis zum Ende. 10 werden dann schon deutlich knackiger, finde ich. Und auch der Rest geht eigentlich relativ locker von der Hand, da kommt man gut durch und kann das Ganze ganz gut in einer konstanten Geschwindigkeit vor allem durchziehen. Am Ende dann nochmal einmal laufen und dann ist das Ganze durch. Warm gemacht habe ich mich schon, ich werde jetzt draußen laufen gehen. Eine Meile und dann sehen wir uns wieder hier im Gym und dann geht's los. So, ich bin jetzt am Wendepunkt angekommen. Jetzt geht's wieder zurück. So 800 Meter haben wir ungefähr. Und jetzt geht's weiter. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, sieht man gerade hier. Den Plattenträger schon eng machen, das werde ich gleich nochmal korrigieren müssen. Das ist ja hier mein Trainingsplattenträger, nicht mal richtiger, dementsprechend ist der nicht so geil eingestellt. Deswegen da auf jeden Fall darauf achten, dass ihr den mal schön eng einstellt. Auf jeden Fall in den ersten Kilometer auf keinen Fall wirklich überpacen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gut. Und vor allem kann man hier wirklich nicht so viel Zeit rausholen. Und wenn du halt schon zu einer ziemlichen Vorbelastung reingehst in das eigentliche Workout, macht das halt überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich, also die 20 Runden später, da kannst du im Endeffekt wirklich die Zeit rausholen. Und das ist quasi nur ein Buy-in, dass du auch starten kannst. Deswegen hier gut einpeilen und dann im eigentlichen Workout die Zeit halt wieder reinholen. Gut, die erste Meile ist rum und jetzt gehen wir direkt in die Klimmzüge rein. So, mal gucken, dass wir hier vernünftig rankommen. Runter. Ohne die Kniebeugen rein. Gut, wichtig auf jeden Fall, gerade wenn ihr das mit dem Plattenträger macht, bei den Klimmzügen, dass ihr nicht so komplett ruckartige Bewegung macht. Einfach generell extra Gewicht durch den Plattenträger. Schon extrem viel mehr Gewicht drauf ist. Wenn die dann so runterschneiden lässt und so, geht das halt übel auf die Schulter und das ist überhaupt nicht gut. Gut, versucht auf jeden Fall eine gewisse
Also eine gewisse konstante Geschwindigkeit reinzubringen. Heißt, denkt jetzt nichts, direkt die ersten 4, 5, 6, 7 Runden komplett durchzulaschen, ohne Pause. Und da hinten raus immer mehr Pause zu brauchen. Deswegen nach jeder Runde kurze Pause, nicht zu lang. Und dann direkt weitermachen, dass man schön konstant durchgeht. Wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte, das war jetzt die 13. Runde. Ich habe auf jeden Fall am Anfang ein bisschen über Pace, merke ich jetzt. Oh, ein bisschen Kreislauf, ein bisschen schlecht, aber gut, das ist vollkommen normal irgendwo. Ich werde jetzt ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und dann die letzten 7 Runden weitermachen. Ja, boah. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, überpaced die erste Runde echt nicht. Ich bin hier auch schon komplett durch. Meine Hose ist auch schon in den Knien komplett durch. Alles kein Kinderspiel, gerade mit Plattenträger ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Ich gehe jetzt zu laufen. Ich hoffe, ich komme die Treppen runter, weil meine Beine am Arsch sind und ich jetzt keinen Schlaf habe. Aber ich alles nichts. Geht's los. So, ich bin jetzt draußen. Gehe jetzt noch mal letzte Mal laufen. Ich hoffe, ich fange mir keinen. Mir ist echt schon ziemlich kalt geworden. Und ich bin übrigens das geschwitzt. Aber da hilft ja alles nichts. Boah. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass es mir hier draußen deutlich besser geht in der frischen Luft. Da drin war echt eine scheiß Luft. Übelst Kreislauf gehabt am Ende. Da hier draußen geht es echt wieder einigermaßen. Jetzt hast du noch laufen. Hier ist ja auch klar, dass man hier jetzt keine Zeit mehr rausholt. Einfach nur überleben, rollen lassen und gegebenenfalls nochmal einen kleinen Schussprint einreichen. Und dann passt es. Gut, wie man sieht, ist geschafft. Ich habe jetzt auch schon hochgenommen, weil meine Beine komplett im Arsch sind. Und ja, das war's jetzt. Boah, es ist ein richtig ekliger Chlorgeruch im Treppenhaus, wenn das gerade geputzt wird. Jetzt hat mir so meinen Rest gegeben. Ja, Zeit müssen wir gleich gucken. Ich habe auf jeden Fall Stock gelaufen. Ich setze mal jetzt den Plattenträger aus. Und ja. Falls irgendwelche Leute rumholen, dass der Gebiss nicht voll gewesen wäre, ich lasse mal einmal fallen, es ist ein Trainingsblatt, aber die wiegen dasselbe. Ich glaube, jetzt sieht man, dass hier was drin ist. Ja. In meinem T-Shirt sieht man es auch. Das ist auf jeden Fall ziemlich voll im Arsch. Oh, ja. Das war's auf jeden Fall. 20 Runden von der Scheiße. Ja. Viel Spaß beim Nachmachen und bis bald.